Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Swag and Sorcery. Wir haben in der letzten Folge den Boss beim Schlachtfeld und den Boss bei den dunklen Ruinen besiegt. Und können jetzt die nächsten Gebiete betreten. Und ich habe gerade gesehen, es sind sogar nur noch drei neue und ein großes, was über beide Leisten geht. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. So, ob ihr euch jetzt schon mal hier hintrauen könnt? Ich vermute fast nicht, aber wir machen es einfach mal. Oh, 460. Und warum war bitteschön mein Dings nicht geheilt? Ach so, ich weiß warum. Weil im Hintergrund die Zeit ja weiterlief. Nee, also die sind definitiv noch nicht für den Kampf in der nächsten Runde ausgelegt. Und hier muss ich jetzt auch Dings reinstecken. Vor allem das Level da oben spiegelt sich scheinbar nicht mit meinem Level wieder. Und ich habe nur das gemacht und jetzt sehe ich plötzlich auch die Ressourcen der anderen. So, unsere Hauptaufgabe ist ja eigentlich, die Gilde zu erweitern. Dafür brauche ich 12 Ahornbretter. Und dafür bräuchte ich erstmal 12 Ahorn, um die Jagdhütte abzugraden, damit ich auch Ahornbretter verarbeiten kann. Okay, also das wird jetzt wieder ein Grinding werden. Stecke ich hier jetzt noch Zeit rein? Eigentlich nicht. 1950 kostet mein nächstes Upgrade. Okay. Wobei, ich könnte eigentlich mal wieder ein paar Gegenstände herstellen. Zack. Weil ich habe so lange hier nichts gemacht. Das dauert jetzt umso länger, weil ich lange nicht da war. Nee, dann komm. Dann mach ich das ein andern Mal. Wenn ich passiv sein kann. So, na dann, zack. Und ihr lauft trotzdem dem ersten Gebiet lang. Fast 700. Das ist ein normaler Gegner. Das ist nicht mal eine Elite. Da muss ich jetzt richtig krass grinden, um überhaupt gegen den normalen Gegner zu bestehen. Das ist ja heftig. Ah, ich kann mir sogar aussuchen. Okay. Oh nein. So, bei dem unteren brauche ich nicht gucken. 142. So, das hier ist fertig. Strafe. Muss ich das kaufen? Nee. Jetzt wollte ich gerade gucken, ob das vielleicht ein Buff ist. Ja, es ist ein Zauber. Fort ein Monster mit weniger als 150 Gesundheit und steigt 150 bei jedem Gruppenmitglied wieder her. Das ist zwar nice, aber 60 Mana ist ganz schön viel, finde ich. 60 Mana. 60 Mana kostet mich 30 Mal. Unterschiedliche Wege scheinbar. Unterschiedliche Mana-Töpfe, die ich nehmen kann. Der eine ist sogar teurer. Aber um 60 Mana. Warum kann ich das nicht höher machen? Ich habe doch alle Rohstoffe. Da über 1000, da über 99. Komisch, komisch. So, aber gut. Dann die oben sind wieder heile. Dann kann ich auch ins dritte Gebiet mal reinschauen. Oh, warte mal. Schnell. Ah ne, er hat noch Tränke. War ich mir gerade nicht sicher. Und da ist er tot. Was? Super stark. Krass. Bei dem anderen Gebiet bin ich durchgelaufen, habe nicht einen Trank gebraucht und jetzt komme ich nicht mal an zwei Gegner vorbei.
Er trug einen Schädel unter dem Arm. Was sollen wir mit ihm machen? Züchtigen, lass ihn gehen. Referenz Erfolg bekommen. Eine anständige Tracht Prügel scheint eine Veränderung beim Grabräuber hervorgerufen zu haben. Er fing an, etwas über seine Frau und irgendein Geschäft und anderen Kram zu schreien. Wir haben ihn dann ins Irrenhaus geschickt und eine Belohnung für unsere Mühen erhalten. Wo sehe ich die? Habe ich überhaupt was bekommen? Das ist doch immer fake alles. Ja, vor allem, das dauert jetzt ewig. Wenn ich erstmal drei Leute hätte, wäre das ja gut, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie das dann funktioniert mit drei Leuten. Greift mit zwei Karotten an. Alter. Eine Attacke, die bei allen Gegnern über 200 Damage gemacht hat. Also das kann dauern, bis ich hier 200 Holz zusammen habe. Könnte sie einzeln schicken, in der Hoffnung, dass einer auf einen Dings landet. Auf einen Ahorn. Oh, ich habe immer noch einen. Das kann ja jetzt ewig dauern. Hier brauche ich auch schon Bretter. Ja, ich brauche für alles Bretter. Kann ich mir nicht leisten. Ein Kampf und wieder zurück. Warum trinkt er eigentlich nicht? Militär. Ich kann mich doch jetzt aber auch nicht für jede dieser Runden buffen. Eine Schneemannrüstung. Ach so. Das ist zwar ein Rezept, aber ich kann es noch nicht. Ohne es verbessert zu haben. Brauche aber wieder Ahorn. Tja, oder ich muss jetzt so lange grinden, um diese ganzen Spezial-Items mir herzustellen und daraus dann bessere Rüstungsteile herzustellen. Da ist der Hammer des Lichts. Aber ich habe ein schönes Schwert bekommen. Was heißt denn dieses Musik? Ach so. Aha. Pro Feind oder was? Das ist ja aber eine coole Fähigkeit. Aber es ist echt insane, wie der Schwierigkeitsgrad angestiegen ist. Da ist Holz, ich muss nur an dem Pferdchen vorbeikommen. Warum trifft sie nicht? Kilinhorn. No. Komm, du musst das schaffen. Sehr gut. Die sehen aber auch lustig aus. Drei Stück. Yay. Dann muss ich nochmal mindestens 24. Ja, die meisten brauchen immer doppelt so viel. Heftig. Warum ist es hier 120, hä?
Katze war auch irgendwie eine Nebenquest-Belohnung. Also Random Drop. Okay, hier habe ich alle Items erforscht. Holz! Geil, und nochmal Holz. Aber gleich eine Elite, ob ich an dem vorbeikomme. Zweifler ist ja. Oh, pro Gegner heilen. Und er trifft einfach mal nicht. Okay, hat er aber behalten. Tja, ich kann die nur da aufchecken. Eigentlich könnte ich die jetzt hier mal benutzen. Weil da jetzt so vorangehen, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wobei, ich glaube doch, zumindest, dass ich das hier auf Level 3 bringe, weil dann ist vielleicht auch die Chance höher, dass ich bessere Items rauskriege. Ja, die Runde kann ich eigentlich gleich... Drei Gegner hintereinander, das muss ich mir nicht antun. Das sieht doch schon schön aus. Vielleicht mache ich es einfach so. Da war eine Elite, den hätte ich eh nicht geschafft. Wieder eine Elite, nein, danke. Ich hatte erstmal nicht sofort sagen können. Hier, nein. Ja, den mache ich, glaube ich, mal. Da waren gleich zwei drin, sehr gut. Ein bisschen Angst. Ich brauche Tränke wahrscheinlich. Ja. Nochmal drei. Oh, das war nice. Da waren zwei Holzer. Ich hätte eigentlich weitermachen können. Bauen. Zack. So, neues Leder kam dazu. Und die Ahornbretter. Ob ich den schaffe. Oh ne, der haut schon mit so viel rein. Das wäre eine einzige Verschwendung. Ja, 400 geht, finde ich noch. Das habe ich vorhin auch schon mal gemacht und habe irgendwas für 600 dafür nur bekommen. Ui, aber das sieht gut aus. Stiefel des Leids ist 5300 wert. What? Legendär. Jede Begegnung mit einem Monster, einer Ressource oder einem Ereignis erhöht den Erstschlagsschaden des Trägers um 21 Punkte Schaden. Der Bonus gilt nur für den ersten Schlag, hat jedoch einen kumulativen Effekt, 19 Stärke und Naturschaden. Warum steht da bitte jede Begegnung mit einem Monster, einer Ressource? Erhöht den Erstschlagschaden. Ach so, ich glaube... Nett. Könnte ich verkaufen und mir dafür 2-3 Level-Ups kaufen. Das würde vielleicht gerade am meisten bringen. 19 Stärke ist auch noch drauf. Ich bin unentschlossen. Wir brauchen mehr Bretter. 3 Stück, wie geil. Noch ein viertes, aber das ist eine Elite. Ich glaube, ich gehe lieber zurück. Ich habe gerade 7 Stück bekommen, das ist doch mega nice. Hey, ich habe doch weglaufen gesagt. So, dann gehen wir hier nochmal hin. Oh, geil, das geht ja wieder gut los.
So, aber wir brauchen 24, also ist eh noch ein bisschen hin. Titanium. Titanium kann ich hier noch nicht verarbeiten, bis ich das Upgrade von der Schmiede habe. Die braucht auch 12 Ahrenholz. So, wie viel haben wir schon? 16. Es fehlen noch 8. Der sieht ja lustig aus. Aus einer Honigbox ein fetter Wurm. Die guten Tränke will ich eigentlich nicht verbrauchen. Nee, ich glaube, es lohnt sich eigentlich fast gar keinen Kampf. So, ihr seid erschöpft. Und ich habe kein Geld, euch zu heilen. 21, da fehlt mir auch noch was. Aber der Hauptnachteil, den man kriegt, ist, dass man kein Dings hat. Kein Glück hat. Oh. Ich habe doch gesagt, aufhören. Lol, na gut, jetzt muss ich auf jeden Fall warten. Fast gleich teuer. So, ich hätte gerne noch das Gilden-Upgrade wenigstens gemacht. Also ein paar Minuten machen wir mal schnell noch. Ansonsten muss ich halt die Dings verkaufen. Diese Leggy-Hose und mir dafür 2-3 Level kaufen. Für mein starkes Team. So, ihr seid wieder voll. Sehr gut, zweimal Holz. So, sollte genug sein. Perfekt. Jetzt hat sie keine Dings. Kein Glück. Aber sie soll eh nur Holz herstellen. Ich glaube, da gibt es eh keine bessere Qualität. Oder macht man da dann mehr? Habe ich noch nicht mitbekommen. Habe ich noch nicht ausprobiert, besser gesagt. So, und dann werde ich offline wahrscheinlich erstmal wieder weiter grinden, um wieder 24 zusammenzukriegen, um die Schmiede abzugraden. Und dann werde ich erstmal Items herstellen, um irgendwie Geld zu machen und mein Equip zu verbessern, weil ich habe ja keine Chance hier gegen die Gegner. So, die Bretter sind da und die Gilde wird abgegradet. Gilde Level 2. Drei Charaktere bilden eine starke Gruppe, aber pass auf, dass sie alle gut gelaunt und gut gerüstet sind. Tränke und Buffs sollten sie auch haben und halten. Schon einmal. Leute, kam ein neues Pferd angeflogen. einmal ein paar Zauber bereit. Wie dem auch sei, du bist jetzt ein wahrer Kommandant. Gruppengröße plus 1 und der Nebel ist weg. Der Nebel sieht sich noch ein wenig und dann können wir endlich sehen, wohin wir gehen. Aber das sehen wir doch jetzt schon. Und wir kriegen 1000 Nebenquests. Er darf nicht genannt werden. Seine Majestät befiehlt den Helden, sich sofort zum Sumpf, zu den heißen Quellen und der Untergrundstadt aufzumachen. Dort ist eine Kiste versteckt, welche den Anzug des königlichen Urgroßvaters enthält. Diese Kiste muss zum König gebracht werden. Na klar.
So, die Wachen des Königs sind in unserem Dorf gekommen. Aus irgendeinem Grund glauben sie, dass ich Mondharnische schmieden kann. Und wenn ich das nicht mache, machen sie mir einen Kopf kürzer. Mondbluse steht hier aber jetzt. Ein besonderes Amulett. In der zweiten Runde geht es um exotische Jagdtechniken. Kennst du Kürbisstäbe? Nein. Bring mir 5 dieser speziellen Waffen. Versuche sie zu finden. Kürbisunterstützung. Stell dir vor, gerade als die Besucher aus dem anderen Dorf sich im Spa ausgeruht haben, hat jemand ihren Familienerbstück, das Käferassistent-Amulett, gestohlen. Sie sind furchtbar traurig und wollen sich in See ertränken. Hilf ihnen. Legendäre Amulett Käfer. Dein Ruf deines Dorfes hat sich geändert. Aha. Ich schicke dir nun ungern auf einen weiteren Botengang, aber meine Hände zittern und jucken gar furchtbar nach dem Experiment mit der Stachelhaut. Ich könnte ein paar Heiltränke vertragen. Bring dem Zauberer 10 starke Heiltränke. 5 habe ich. Starke Heiltränke. Achso, das sind die, oder was? Ui, hier sind einige dazugekommen. 250 Leben, das ist nice. Was ist die Hand? Zweite Chance. Von vor 2 Zügen wieder. Das ist natürlich nice. So, dann sind wir erstmal über der Zeit und machen erstmal Pause. Tschüss!